Herr Zomek, was hat der Bund in dieser Woche beschlossen? Ja, wir haben die, glaube ich, größte Veränderung des Asylrechts in den letzten 20 Jahren vorgenommen, um nur mal drei Dinge zu nennen. Es ist eben jetzt so, dass es Sachleistungen gibt statt Geld für Asylbewerber in den Erstaufnahmestationen. Wir haben den gesamten Balkan zu sicheren Herkunftsländern definiert und wir werden jetzt auch die Bearbeitungszeiten auf 3 Monate herunterholen, damit man hier schneller zum Ergebnis kommt. Es gibt ja immer noch die Diskussion auch über die Frage, wo die Grenze ist, dass es da eine Grenze der Aufnahmefähigkeit gibt, ist ja vollkommen ohne Frage, nur wie man da halt eben hinkommt. Das ist etwas, worüber man jetzt sicher auch in den nächsten Wochen noch diskutieren wird und das heißt ganz konkret eine Änderung des Grundgesetzes, Artikel 16. Das können wir aber als CDU nicht per Ordre die Mufti beschließen, sondern da brauchen wir unseren Koalitionspartner, die SPD, dafür und natürlich auch die Grünen, denn gegen den Bundesrat ist das auch nicht zu machen. Und wie geht das Land mit diesen Beschlüssen um? Ja, einige dieser Dinge, die wir beschlossen haben, können auf Landesebene entschieden werden. Das ist einmal die Frage halt, was macht man jetzt, Geldleistungen oder Sachleistungen in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Und da hat sich das Land entschieden, weiter Geldleistungen zu bezahlen. Das finde ich nicht gut von der Anreizwirkung. Zum Zweiten hat sich das Land auch entschieden, den Flüchtlingen eine Gesundheitskarte auszustellen. Auch das, glauben wir, ist mit dem bisherigen System eigentlich ausreichend abgedeckt. Das soll keinen zusätzlichen Anreiz geben. Hier hat sich also NRW bewusst bei zwei Dingen ganz anders entschieden, als der Bundesgesetzgeber es eigentlich intendiert hat. Und das Dritte ist die Frage, wie viel von den Geldern, die auch über den Bund an die Länder gehen. Es gibt ja das Kooperationsverbot in der Verfassung. Wir dürfen also den Kommunen nicht direkt Geld geben als Bund. Das muss immer durchs Land gehen. Und davon gehen am Ende aus der ersten Tranche offenbar nur 30% an die Kommunen. Und das ist entschieden zu wenig. Gibt es denn deshalb auch negative Auswirkungen für Düsseldorf? Das ist ja eine Frage, die oft gestellt wird. Was bedeutet das? Ja, wann werden denn Turnhallen beispielsweise wieder frei? Und bedeutet das jetzt so große Kosten für die Stadt, dass am Ende dadurch halt vielleicht soziale Leistungen gestrichen werden müssen oder im kulturellen Bereich es Einschränkungen gibt? Und da haben wir halt eben auch gemeinsam mit den Ländern dafür Sorge getragen, nochmal mit neuen Paketen, dass halt eben die Städte und jetzt auch Düsseldorf 670 Euro pro Asylbewerber bekommen. Die bekommt also nicht der Asylbewerber, sondern einfach die Stadt, damit sie hier zumindest jetzt keine zusätzlichen Aufwendungen hat. Die Städte stellen wir also frei, sodass das kommunale Leben halt eben weitergehen kann. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Maßnahme. Für Düsseldorf bedeutet das über den Daumen gepeilt 10 Millionen Unterstützung. Und das sollte auch die Kosten ungefähr auffangen, die da jetzt entstehen. Und in dieser Woche gab es in Düsseldorf auch noch ein anderes Thema, nämlich eine Bürgerversammlung zur U81. Genau, also die U81 ist ja etwas, wo wir lange noch unter Dirk Elbers dafür gesorgt haben, einen Bürgerdialog zu führen und haben gemeinsam mit den Bürgern eine Lösung gefunden, den Tunnel unterirdisch, also das Unterirdische in einen Tunnel zu machen. Und das finde ich auch akzeptabel, denn am Ende ist es ja so, dass gerade der Düsseldorfer Norden extrem vom Verkehr belastet wird. Und da hat man schon mehrere Kreuzungsbauwerke übereinander, da noch ein viertes draufzusetzen. Da verstehe ich die Anwohner, dass sie sagen, irgendwann ist genug. Das wäre also alles möglich gewesen. Thomas Geisel hat diesen Kompromiss mit den Bürgern ohne Not aufgekündigt und auch ohne Dialog einfach nur erklärt, das wird jetzt als Brücke gebaut. Und das wird dazu führen, dass es eben jetzt Klagen gibt der Anwohner und damit wird sich die U81 massiv verzögern. Wir haben jetzt auf der Bundesebene nochmal verhandelt über die Programme, auch um den Städten zu helfen. Es wird dann auch über 2019 hinaus wohl eine Finanzierung geben. Insofern wird das wahrscheinlich nicht dazu führen, dass sie gar nicht gebaut wird. Aber Klageverfahren können natürlich sehr, sehr viele Jahre dauern. Und das finde ich unnötig. Und es widerspricht auch dem Versprechen von Rot-Grün und von Thomas Geisel, Dialog mit Bürgern zu führen. Das ist hier ganz klar nicht mehr der Fall. Und Dialog mit Bürgern, dazu hatten Sie auch in dieser Woche hier in Berlin Möglichkeiten. Genau, das war auf jeden Fall ein Highlight. Ich hatte insgesamt 5 Schulklassen, die hier gekommen sind. Ich glaube, es waren fast 200 Schüler aus allen Teilen meines Wahlkreises. Und es hat Spaß gemacht, mit den jungen Leuten zu diskutieren. Ein anderes Thema hat Sie auch in letzter und in dieser Woche bewegt, nämlich Breitbandausbau. Ja, ich war am letzten Wochenende, habe ich den Weg mal nicht von Berlin nach Düsseldorf angetreten, sondern nach Niedersachsen und habe da verschiedene Landkreise besucht und mir mal die Situation vor Ort angeguckt. Das ist immer gut, dass man nicht nur über die Dinge hier am Schreibtisch nachdenkt, sondern sich auch wirklich mal vor Ort informiert. Und wir machen jetzt ein sehr großes Förderprogramm, denn es sind viele Teile Deutschlands nicht so privilegiert wie Düsseldorf, wo es sehr leistungsstarke Internetverbindungen gibt, sondern da gibt es viele Ortschaften, da gibt es gar kein Internet. Da ziehen die Familien weg, die Selbstständigen weg, das ist ein großes Problem. Dafür hat Alexander Dobrindt und die Koalition jetzt ein Förderprogramm aufgelegt über 2,7 Milliarden Euro. Und jetzt schrauben wir daran, wie die Förderbedingungen genau so sind, dass wir damit auch unser Koalitionsziel erreichen, nämlich flächendeckendes Breitband bis 2018.
Und dazu haben wir heute Morgen hier nochmal in Berlin 4 Landräte eingeladen und haben sehr interessante Diskussionen geführt und haben auch noch Nachbesserungsbedarf an verschiedenen Stellschrauben. Und insofern ist jetzt auch ein konkretes Ergebnis entstanden und ich hoffe, dass der Bundesminister den Vorschlägen auch folgen wird. Und letzte Frage, nächste Woche sind Sie wieder im Wahlkreis unterwegs. Was machen Sie da? Genau, wir haben in der nächsten Woche eine ganze Reihe von Terminen. Das Thema Gründung und neue Unternehmen ist ja etwas, was mich sehr bewegt und wo ich auch in den letzten Jahren immer sehr daran gearbeitet habe. Und da freue ich mich sehr, dass ich mit den Wirtschaftsjunioren gemeinsam dazu eine Veranstaltung mache und darüber diskutiere, wie der Gründerstandort Düsseldorf ist. Wir machen außerdem eine sehr spannende Veranstaltung. Das Projekt nennt sich Urban. Es gibt insgesamt 3 Städte, die vom Bundesverkehrsministerium gefördert wurden und dann eben Mittel bekommen, um ihre ganzen Ampelschaltungen und Sperrungen und alles, was halt den Straßenverkehr beeinflusst, auf einen zentralen Marktplatz zu stellen. Und da findet die Abschlussveranstaltung statt und darauf freue ich mich sehr. Und drumherum gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren Terminen und Veranstaltungen. Vielen Dank.